Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautbalance, deinem Podcast zum Thema Neurodermitis. Mein Name ist Sarah Knott, ich bin ganzheitlicher Neurodermitis-Coach und ich helfe dir dabei, deine Haut und deinen Körper in Balance zu bringen. Denn ich bin davon überzeugt, dass es bei Neurodermitis mehr gibt als Cortison. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns das Thema Ernährung und Neurodermitis anschauen. Denn vielleicht fragst du dich auch, wie die perfekte und optimale Ernährung bei Neurodermitis aussehen kann und ob es die überhaupt gibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Was meinst du? Wie sieht die optimale Ernährung bei Neurodermitis aus? Oder gibt sie die überhaupt? Ist sie vielleicht vegan, flexitarisch? Muss alles bio sein? Darf man Milchprodukte essen? Muss man Weizen meiden? Solltest du auf alles verzichten oder nur auf einiges? Und was gibt es sonst noch zu beachten? Ernährungstipps gibt es ja unheimlich viele. Bestimmt hast du auch schon mal gegoogelt, wie du dich am besten mit Neurodermitis ernähren solltest und hast unzählige Ratschläge gefunden. Ernährung ist sowieso ein Thema, zu dem alle irgendwie eine Meinung haben und viele haben auch dann ihre Meinung und denken, das ist die richtige. Natürlich habe ich auch meine Meinung zum Thema Ernährung und meine Meinung möchte ich heute mit dir teilen. Und ich hoffe, dass du da für dich viele Tipps mitnehmen kannst, aber auch für dich siehst, dass Ernährung schon etwas sehr Individuelles ist und dass du auch deine individuelle Ernährung finden darfst, ganz egal, was der Rest der Welt davon hält oder was andere dazu sagen. Bei mir ging es in Sachen Ernährung sehr, sehr tief, denn über eine Ernährungsumstellung hat sich bei mir ganz viel getan, was meine Hautgesundheit anbelangt. Also allein über die Ernährung konnte ich sehr, sehr viele Symptome mindern und ich konnte meine Neurodermitis schon fast symptomfrei bekommen, allein durch die Ernährungsumstellung. Hintergrund ist allerdings bei mir, dass ich viele nahrungsbezogene Allergien habe. Und dann ist es natürlich sinnvoll, nur die Lebensmittel zu essen, gegen die man nicht allergisch reagiert, beziehungsweise die Haut nicht darauf reagiert und sie keinen Trigger für meine Haut darstellen. Aber das zählt natürlich nur für mich, denn gegen was ich allergisch bin, heißt ja nicht automatisch, dass du dagegen auch allergisch bist. Und deshalb schon mal die erste Frage, gibt es überhaupt die optimale Ernährung bei Neurodermitis für alle? Ich würde sagen, ja, sie gibt es, die optimale Ernährung für alle, aber sie sieht für jeden anders aus. Denn jeder Mensch ist auch anders und jeder braucht etwas anderes und jeder verträgt etwas anderes. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich sehr stark auf Karotten und Äpfel reagiert habe, aber auch auf viele, viele Getreidesorten. Nur das heißt ja nicht, dass es dir ähnlich geht oder dass es bei dir auch so ist. Deshalb würde ich jetzt nicht empfehlen, dass du auch keine Karotten essen solltest. Ganz im Gegenteil. Denn Karotten sind ja auch etwas Gutes. Sie liefern viele Vitamine und können für dich vielleicht sogar ganz passend sein. Und wichtig ist zu erkennen, dass Ernährung halt ein sehr großer Bestandteil ist deiner Gesundheit. Und vor allem Ernährung ist halt der Hebel, über den du ganz schnell Ergebnisse erzielen kannst, beziehungsweise den du am einfachsten auch bedienen kannst. Denn für deine Ernährung und für dein Essen bist du ganz allein verantwortlich. Du kannst es steuern, du kannst entscheiden, was auf deinem Teller kommt. Du kannst entscheiden, wo du einkaufst, was du kochst, wie du kochst, wann du isst, wie du isst. Also das sind wirklich Entscheidungen, die nur bei dir liegen. Und deshalb ist halt die Ernährung ein großer Teil auch meiner Beratung, weil wir hier halt einen sehr großen Hebel haben. Das Wichtige ist nur, rauszufinden, was wirklich gut für dich ist und was dir gut tut, damit du deinen Körper von innen heraus stärken kannst. Hippokrates hat auch so schön gesagt, lass deine Nahrung deine Medizin sein. Und genau das trifft es auch, gerade wenn du krank bist und unter Neurodermitis leidest, dann lass deine Nahrung deine Medizin sein. Sie soll dich bei der Heilung unterstützen, sie soll deinen Körper mit allem versorgen, was er braucht. Und im Gegenzug dazu sollte deine Ernährung deinen Körper so wenig wie möglich belasten. Es gibt einige Lebensmittel, die generell bei Neurodermitikern sehr gut vertragen werden und die generell sehr gut sind für deine Gesundheit
und auf die Lebensmittel du auch unbedingt zurückgreifen solltest. Zu diesen Lebensmittelgruppen zählt zum Beispiel Obst. Frisches Obst ist natürlich super, aber auch Gemüse, frisches Gemüse, gerade Gemüse aus der Saison, ist prima. Generell auch Kräuter sind super Lieferanten für Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Hochwertige Öle sind optimal für deine Haut, denn deine Haut darf auch von innen gefettet werden. Ein weiterer Bestandteil sind gute Ballaststoffe. Gute Ballaststoffe versorgen deinen Darm mit der nötigen Energie. Deine guten Darmbakterien bekommen Futter, können sich vermehren, während die schlechten Darmbakterien reduziert werden und somit etwas minimiert werden können. Und auch ganz wichtig sind Bitterstoffe. Denn Bitterstoffe sind förderlich für deine Darm- und auch Lebergesundheit und sie stärken generell deinen Organismus. Und ein weiterer Punkt ist Mineralwasser. Du solltest auf jeden Fall ausreichend trinken. Und ich glaube, das war jetzt alles etwas schnell. Deshalb fasse ich noch mal kurz für dich zusammen. Also es gibt Lebensmittel, die sind generell sehr gut bei Neurodermitis geeignet. Und diese Lebensmittel solltest du ganz oft zu dir nehmen. Und das sollte die Basis deiner Ernährung sein. Dazu zählt frisches Obst und Gemüse, Kräuter, hochwertige Öle, gute Ballaststoffe, Bitterstoffe und Mineralwasser. Wenn du allein das beherzigst, hast du schon ganz viel gewonnen. Denn darüber versorgst du deinem Körper schon mit ganz viel Gutem. Und du siehst auch daran, es fehlen hier ein paar Lebensmittelgruppen. Denn die Lebensmittel, die Gruppen, die fehlen, die sind eher weniger geeignet bei Neurodermitis. Und zu diesen Lebensmitteln gehören zum Beispiel Milch, Teigwaren, wie zum Beispiel Nudeln, Zucker, Weizen, und generell unverträgliche Lebensmittel, bei denen du allergisch reagierst, ebenso Soja, Fleisch und industrielle Lebensmittel. Das sind Lebensmittelgruppen, die solltest du bei Neurodermitis eher meiden und weniger verzehren. Ich möchte jetzt nicht das Wort verzichten in den Mund nehmen, denn mit Verzicht verbinden wir oft ganz, ganz viel Negatives und das erzeugt auch einen unheimlichen Druck, wenn wir von vornherein sagen, ich esse jetzt überhaupt nicht mehr dies und überhaupt nicht mehr jenes. Ich möchte dir aber schon mit an die Hand geben, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, sie so reduziert wie möglich einzusetzen. Und wenn du es schaffst, komplett auf sie wirklich zu verzichten, dann tust du deinem Körper auf jeden Fall sehr viel Gutes. Auf was du aber wirklich, wirklich verzichten solltest, sind industrielle Lebensmittel. Denn industrielle Lebensmittel enthalten neben Zucker, was sowieso schon nicht so gut ist, auch zusätzliche Zusatzstoffe, also wie zum Beispiel Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Emulgatoren, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und all diese chemischen Zusatzstoffe belasten deinen Körper noch zusätzlich. Und bereits am Anfang gesagt habe ich ja, dass deine Nahrung deine Medizin sein soll. Doch wenn du diese ganze Chemie isst, dann ist das genau kontraproduktiv, denn dann belastest du deinen Körper zusätzlich. Denn über diese Lebensmittel machst du deinem Körper zusätzlich Arbeit, denn er muss mit diesen ganzen chemischen Zusatzstoffen klarkommen und die irgendwie verarbeiten. Ich möchte jetzt aus der Liste der weniger optimalen Lebensmittel noch ein paar herausgreifen und noch ein bisschen genauer darauf eingehen, weil es mir sehr wichtig ist, dass du hier den Zusammenhang verstehst, warum es denn Sinn ist, darauf zu verzichten bzw. so gering wie möglich diese Lebensmittel zu essen. Als allererstes möchte ich auf das Thema Milch eingehen. Milch wird sehr kontrovers diskutiert und genauso ist es denn auch. Du kannst dich einmal fragen, ob du wirklich Milch benötigst, denn eigentlich ist Milch ja das Lebensmittel für kleine Kälbchen. Aber auf die ethischen Aspekte möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, sondern eher darauf, dass Milch auch Entzündungen in deinem Körper fördert. Und deine Lebensmittel sollten so ausgewählt werden, dass sie möglichst entzündungsminimierend sind, denn bei Neurodermitis liegen sowieso schon höhere Entzündungswerte vor. Und da möchtest du nicht, dass du über deine Ernährung noch zusätzlich Entzündungen förderst. Deshalb reduziere deinen Milchkonsum oder versuche ganz darauf zu verzichten.
Ein weiterer Punkt, den ich noch herauskristallisieren möchte, ist der Zucker. Auch Zucker wirkt extrem entzündungsfördernd und kann auch als kleines Gift angesehen werden. Denn Zucker kann genauso wie andere Suchtmittel süchtig machen. Und Zucker liefert dir keinerlei Vitamine und Mineralstoffe, sondern nur hohe Energie. Und durch diesen hohen Energieschwung wird auch dein Blutzuckerspiegel sehr stark in Mitleidenschaft gezogen und dein ganzer Körper wird wiederum belastet. Und also sagen wir, Zucker ist einfach auch wirklich nicht gesund. Deswegen verzichte so gut es geht auf Zucker und auf zuckerhaltige Getränke wie auch zuckerhaltige Lebensmittel. Und dann tust du deiner Gesundheit schon richtig viel Gutes. Ein weiterer Punkt ist das Thema Weizen. Weizen an sich enthält Gluten, aber bei Weizen ist zusätzlich noch das Thema, dass Weizen ein sehr verarbeitetes Getreide ist. Also es ist schon sehr stark gezüchtet und hat ein sehr hohes allergenes Potenzial. Viele reagieren auf Weizen mit einer Allergie. Häufig wird diese auch nicht so richtig wahrgenommen. Also man kann jetzt nicht dem Konsum von Weizen genau den allergischen Symptomen zuordnen. Doch Weizen ist mit eines der schlechtesten Getreide. Und deshalb versuche hier auch auf Weizen vorerst zu verzichten und versuche stattdessen andere Getreideprodukte auszuprobieren, wie zum Beispiel Dinkel, Buchweizen, Hafer. Das sind alles Alternativen, die du hier einsetzen kannst. Zum Sachen Gluten möchte ich auch noch kurz einsetzen, dass Gluten an sich für den Darm doch sehr belastend ist. Nur ich schlage jetzt nicht vor, dass du komplett auf Gluten verzichten sollst, sondern eher Weizen als auch Teigwaren, also sondern Weizen schon sehr stark zu reduzieren und Teigwaren, wo ja auch andere Getreidesorten dazugehören, sehr stark zu minimieren. Dann haben wir noch das Thema Fleisch. Auch Fleisch enthält Inhaltsstoffe, die deinen Körper belasten und entzündungsfördernd sind. Also Fleisch ist auch einer der Entzündungstreiber im Körper, insbesondere Schweinefleisch. Und das Fleisch bringt somit deinen Körper aus der Balance. Das waren nochmal die Hinweise zu den weniger optimalen Lebensmitteln. Ich fasse die jetzt auch nochmal kurz zusammen. Also zu den weniger optimalen Lebensmitteln zählt Milch, Teigware, Zucker, Weizen, unverträgliche Lebensmittel, Soja, Fleisch und industrielle Lebensmittel. Wichtig für dich zu erkennen ist jetzt aus dieser Liste von guten Lebensmitteln und weniger guten Lebensmitteln, dass du dir einmal überlegst, okay, was sind wirklich Lebensmittel, auf die ich jetzt generell verzichte, vielleicht auch erstmal für einen gewissen Zeitraum, damit mein Körper zur Ruhe kommen kann und du auch wirklich schneller einen Effekt merkst. Dann ist aber auch wichtig, dass du die Lebensmittelliste der guten Lebensmittel betrachtest und schaust, was in dieser Liste vertrage ich wirklich. Denn nicht, dass es dir so geht wie mir, dass du auch gegen Obst oder Gemüse oder anderes Getreide vielleicht allergisch reagierst und es gar nicht weißt und denkst, ja, aber das ist doch eigentlich ganz gut verträglich, deswegen esse ich das jetzt einfach mal. Also auch da hast du den Auftrag, genau hinzuschauen, was dein Körper verträgt und was dir gut tut. Denn nur wenn du ein Set hast an Lebensmitteln, was dein Körper gut aufnehmen kann und verträgt, wirst du langfristig deinen Körper auch stärken können und von innen heraus stärken und in Balance bekommen. Wenn du vielleicht jetzt nicht weißt, wie du genau das herausfindest, dann empfehle ich dir auch ein Symptomtagebuch zu führen, denn darin hast du die Chance, ganz gezielt herauszufinden, welche Lebensmittel dir gut bekommen und welche nicht. Generell empfehle ich das sowieso, immer ein Tagebuch zu führen, bis man eine Ernährung gefunden hat, wo man sich wirklich sicher ist. Und du findest zum Beispiel in meinem Neurodermitis-Ursachen-Guide ein Symptomtagebuch. Den kannst du dir ganz einfach auf meiner Webseite downloaden. Und dann hast du auch gleich noch ganz viele weitere Tipps an der Hand, die du sofort umsetzen kannst. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar bei Instagram. Dort findest du mich @sara.hautgesundheit. Oder bewerte mich doch einfach, schenke mir ein paar Sternchen auf iTunes oder einem anderen Podcast-Host. Und ich freue mich schon bald, dich wiederzuhören. Alles Liebe, deine Sarah.